ganz andere Perspektive und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Bullet Journal. Ich habe mir einen Kaffee geschnappt, denn heute steht so einiges auf dem Programm. In den letzten Wochen hat sich hier echt eine Menge entwickelt und mir fehlt so ein bisschen der Platz, denn ich zeige dir mal meinen Arbeitsbereich. In den letzten Wochen habe ich hier im Wohnzimmer direkt am Esstisch richtig schön produziert und kreativ gewerkelt. Dass das aber jetzt in Zeiten von Homeschooling, Homeoffice meines Mannes und dem kleinen Zuhause nicht die beste Alternative ist, um ein eigenes Business aufzuziehen, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Und jetzt bin ich mal ehrlich, ich habe hier nicht den Luxus, 5, 6, 7, 8 Zimmer zu haben, in denen ich hier frei wählen kann, wo ich denn mein Büro einrichte und meine Produktionsstätte. Deswegen musste eine smarte Idee her und ich zeige dir heute, wie man ein Mini-Studio aufbaut. Hier wird heute auf jeden Fall hin und her gewurschtelt. Ich habe zwei Baustellen. Zum einen muss ich mich um meinen PC-Bereich kümmern. Der ist ganz schick, aber sind wir mal ehrlich, das ist eine alte Schminkkommode. Die ist viel zu schmal, überhaupt nicht auf meine Höhe angepasst. Ich habe Ultra-Rückenschmerzen mittlerweile, weil das halt kein Schreibtisch ist. Mein Mann brauchte eine richtig coole Lösung und die hat mir FlexiSpot geboten. Die haben mich nämlich angeschrieben, ob ich Lust hätte, eines von ihren ultra coolen Schreibtischmodellen zu testen. Und was daran so cool ist, das zeige ich dir jetzt, denn sowas hatte ich jetzt vorher noch nicht gesehen. Und wenn ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, geht's ans Aufbau. Ist nämlich da hinten in der Ecke aufgeräumt. Aber jetzt kommen wir dazu, warum dieses Teilchen denn eigentlich so mega besonders ist. Denn die ganze Zeit sitzen ist definitiv nicht gesund und auch nicht gut für Rücken, Bobbes und die Beine, die Wohlbefinden, du weißt Bescheid. Deswegen kann dieses Schätzchen nämlich dafür sorgen, dass ich im Stehen arbeiten kann. Und das mit nur wenigen Handgriffen. Dieses elektrische Fahrwerk sorgt nämlich dafür, dass ich mir diesen Tisch auf jede Höhe stellen kann. Ich gucke mal, dass ich gut stehe. Da kann es eigentlich losgehen. Ist das cool. Und vor allen Dingen, es ist rückenschonend. Mir tut der Rücken nicht irgendwie jetzt in Zukunft abends weh, weil ich die ganze Zeit blöd gesessen habe. Und man macht auch noch ein bisschen was für die Fitness. So, damit der auch wieder richtig schön glänzt. Einfach cool. Das wird mir hier definitiv meine Arbeit erleichtern. Und wenn du jetzt sagst, du willst auch so ein hübsches Teilchen haben, schau mal in die Beschreibung unter dem Video. Und ich sag danke an FlexiSpot. Mega. Und jetzt geht's ab ins Studio, denn da ist einiges an Bestellungen angekommen. Und wir müssen das ganze Jahr noch umbauen, damit es ein Studio wird. Also so ein Mini-Studio. Also los! Der Lattenrost hängt und jetzt muss hier der zweite Schreibtisch hin. Und hier auf der Seite müssen wir was mit der Wand machen und hier müssen ganz dringend neue Schränke her. Thank you.
Uff. Ein motivierender Kaffee. Es ist schon weit nach, trink mal noch einen Kaffeezeit. Aber ich brauche das jetzt einfach, weil ich mich freue, jetzt alles so weit fertig zu haben. Muss noch eine Menge an Kleinigkeiten gemacht werden. Ich muss mir auch noch was für die Wand hier im Hintergrund überlegen. Aber so generell bin ich ultra zufrieden, was aus diesen, weiß nicht, 2x2 Metern hier geworden ist. Ich kann mich hier absolut entfalten. Und würde sagen, ich zeige dir vielleicht morgen früh einfach mal, wie ich hier auch einzelne Bestellungen schon verpacke und was hier noch so eingezogen ist. Außerdem habe ich hier generell darauf geachtet, dass es wirklich ein geringes Budget ist. Ich bin ein Startup, ich habe hier gerade angefangen, meinen Etsy-Shop zu eröffnen, auf meiner Website eben die physischen Produkte anzubieten, wie Sticker und die ganzen Vorlagen im Sinne der Kreativboxen und Sets. Von daher musste ich wirklich darauf achten, dass ich natürlich hier nicht ultra, ultra übertreibe. Aber ich glaube, ich habe hier eine gute Mischung gefunden zwischen dem, was wirklich nötig war an Anschaffungen, wie zum Beispiel das Schätzchen hier oben, der Cricut, oder eben auch hier einzelne Hilfsmittel, die mir ermöglichen, noch tollere, hübschere und einfach schönere Produkte herzustellen. Ich bin völlig fertig. Das war so anstrengend. Aber kennt ihr das, wenn ihr so am Ende seid und denkt euch, ja Mann, läuft. Und ich bin echt richtig K.O. noch von gestern, aber es hat mich heute so gefreut, hier reinzukommen. Ich glaube das einfach immer noch nicht, wie cool das einfach geworden ist. Mit so ein bisschen Fantasie, dass man sich wirklich hier auf minimalstem Raum was richtig Hübsches und auch noch Nützliches zusammenstellen kann. Ich bin einfach ultra happy und mache jetzt meine ersten Bestellungen. Aber erstmal noch ein Stückchen Kaffee. So ein Kaffee am Morgen. Ich freue mich auf jeden Fall wie wahnsinnig und werde jetzt loslegen, denn ich finde, das Ganze unterstreicht hier so, um was es hier geht. Hier geht es nicht nur um Sticker, um die Produkte an sich, sondern hier geht es um was Hübsches, hier geht es um Wohlfühlen, hier geht es um so viel mehr. Immer wenn ich eine Bestellung bekomme, ist es für mich immer noch wie eine Überraschung oder wie ein Geschenk für mich selber, weil ich mich so sehr freue, dass Menschen meine Produkte toll finden und gerne haben möchten. Und genau so versuche ich das auch zu verpacken. Genau so kommt es denn dann im Endeffekt bei dir an, mit einer Art Geschenk von mir an dich. Das ist so ein Quid pro Quo. Du machst mich glücklich, ich will dich glücklich machen. Mir bedeutet das einfach so, so viel. Da gab es eher am Anfang ultra viel zu beachten. Also Wahnsinn, was ich dazugelernt habe und recherchiert und gegoogelt habe. Allein was den Versand angeht und natürlich, dass es nicht nur kostengünstig für dich ist, dass ich dir ein Päckchen oder eben eine Sendung zukommen lasse, sondern dass ich auch noch plastikfrei verschicke. Ich hatte keine Lust, dass meine Produkte noch mehr Plastikmüll produzieren. Im Gegenteil, ich stehe eigentlich viel mehr auf Upcycling. Und deswegen ist eigentlich alles, was ich dir schicke, selbst die kleinen Versandtütchen, immer wieder verwendbar. Für irgendwelche Deko im Bullet Journal oder für Geschenke ist das auf jeden Fall nochmal nutzbar. Ja, und jetzt würde ich sagen, mache ich mich ans Verpacken. Ich freue mich da mal drauf, als würde ich für Weihnachten was zurecht machen. Und ich fange mal an.
Neuer Tag, neues Glück. Ich war schon fleißig und für euch auf der Post unterwegs. Und jetzt bin ich hier zurück im Studio. Es sieht doch einfach cool aus. Also, lasst mich mal wissen, ob solche Studio-Vlogs denn das Richtige für euch sind, ob ihr Bock habt, mehr hinter die Kulissen zu schauen und mich zu begleiten. Ich zeig dir jetzt mal noch, was ich hier Neues habe. Ich hatte nämlich das Problem, dass wenn ich die Adressen gedruckt habe, oft so eine Blattverschwendung habe, auch wenn ich die Blätter immer wieder reingeschoben habe. Aber ich habe halt noch keine 200 Bestellungen am Tag. Deswegen dachte ich, ich brauche etwas absolut Sparendes an Material und Druckerpatrone und habe mir einen Thermodrucker geholt. Und der nicht in XXL, sondern in XXS. Also der ist voll cool. So, keine Produktplatzierung, habe ich selber gekauft. Und das war hoffentlich die Investition wert. Und ich drucke jetzt einfach mal eine Beispieladresse, aber wir schreiben nur Halli, Hallo, Hallöle. Und drucken. Mal gucken, ob es klappt. Ha, wie cool ist das denn? Das Ganze kann ich nämlich jetzt abreißen und habe jetzt hier tatsächlich Halli, Hallo, Hallöle stehen. Und das Coole ist, das ist ein Aufkleber. Zack, und schon kann ich theoretisch jetzt meine Adressen direkt auf die Umschläge und Päckchen kleben. Ah, ist das cool? Mal abgesehen davon, dass das Teil richtig schick aussieht. Es war so schön, dich mitnehmen zu können hier in der Umgestaltung. Für mich ist es was ganz Besonderes. Und bis dahin, bleib organisiert. Ich bleib's auch. Tschüss.